So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Meine Strafe war zu gering. Habt ihr in eurem Leben mal etwas angestellt oder angerichtet, vielleicht etwas sehr Schlimmes sogar angerichtet, wo ihr irgendwie zu gut weggekommen seid, zu gut rausgekommen seid? So dass ihr im Nachhinein selbst sagt, ich bin eigentlich zu gering dafür bestraft worden. Für das, was ich da angestellt oder angerichtet habe. Das kann was Kriminelles, was Juristisches sein, im juristischen Sinne. Es kann aber auch vielleicht was ganz Privates sein, dass ihr irgendeinem Menschen etwas Schlimmes angetan habt. Vielleicht einen Betrug, ein Hintergehen oder irgend so etwas. Und dieser Mensch auch nach eurer Auffassung euch zu schnell vergeben hat. Also, meine Strafe war zu gering. Wenn ihr mit mir über dieses Thema sprechen wollt, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei, und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Meine Strafe war zu gering. Bernd, 32 Jahre. Hallo, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Wie geht's? Mir geht's gut, vielen Dank. Ja, korrekt. Wir hatten schon mal telefoniert, das war 1997 gewesen. Na, das weiß ich nun nicht mehr. Ja, ich aber. Nur Bernd. Thema Knast gewesen. Ja. Aber jetzt kommt genau das Richtige. Ja, wie gesagt, ich bin 1990 vom Landgericht Essen verurteilt worden, 5 Jahre Bankraubes. Mhm. Das war am 16.10.90 wurde ich verhaftet. Mhm. Und am 16.10.96 bin ich entlassen worden. Mhm. Das heißt, ich habe 5 Jahre gekriegt, aber 94 und 95 hatte ich Haftschulung bekommen. Mhm. Aus der J2-Schwerte. Mhm. Und hatte ich natürlich den Mut nicht mehr gehabt, zurückzugehen, aha, weil halt so draußen so schön war, bin ich nicht mehr zurückgegangen. Aber obwohl du gar nicht mehr lange zu sitzen hattest? Nee, hatte ich nicht mal. Doch, mhm. 94, doch. Und war noch halt zwar, nee, war nicht mal so lange. Da waren da damals 5 Jahre gewesen, aber in der Knast hat sich das jetzt auf 8 Monate verlängert. Aha. Weil ich mhm. während der Flucht noch missgebaut habe mhm. und habe ich nochmal 8 Monate dazu bekommen. Mhm. Also du bist dann gefasst worden und ja, hast nochmal 8 Monate draufgekriegt. Insgesamt, also ich war 94 auf Flucht gewesen und 95. Was bist du, 94? Und 95 auf Flucht gewesen. Auf Flucht also gewesen, ja. Einmal mhm. 94 ja, und bin ich wieder nach langer Zeit wieder Urlaub worden und da war 95. Mhm. Also 1990 Banküberfall, ja, Raubüberfall. Ja. Wie viel erbeutet? 50.000. 50.000? Sind ja Menschen zu Schaden gekommen? Nein. Nein. Zwei Flucht, nicht nur Versuche, sondern zweimal warst du auf Flucht, wie du ja sagst. Ja, zweimal. Und hast während der Flucht auch irgendwas noch angestellt? Ganz genau. Was denn? Ich habe Wohnungseinbrüche gemacht. Wohnungseinbrüche. Ja. Mhm. So, dann 8 Monate Verlängerung. Ja. Waren genau 68 Monate. 68 Monate. Ja. Und du sagst heute, meine Strafe war zu gering. Ja, zu gering. Ich denke mal, ich bin jetzt 3 Jahre draußen, mit mhm. etwas über knapp 3 Jahre. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch den Mut, ich habe irgendwie Bock, klauen zu gehen. Ne? Mhm. Seid ihr ganz ehrlich. Weißt du, mich wundert, dass du nur 8 Monate noch drauf gebrummt bekommen hast, obwohl du zweimal ausgebrochen bist quasi. Ja, ich weiß und, nicht. Und während des Ausbruchs auch dann noch Straftaten begangen hast. Ja. Dann nur 8 Monate, finde ich. 8 Monate, ja. Wundert mich jetzt auch. Muss ja, ich die sagen. Hat, und das Schöne daran ist, war, ich hatte das auf Bewährung gekriegt innerhalb der Klasse mhm. und ich habe das abgelehnt, die Bewährung. Mhm, ich habe gesagt, ne, warum? Wenn ich einmal im Knast sitze, meinte ich, andere müsste direkt mit weg. Jetzt bist du ein paar Jahre draußen und dir britzelt schon wieder unter den Fingernägeln. Die ganze Zeit. Ich bin während, weil ich draußen bin, 3-mal negativ aufgefallen. Mhm. 2-mal bin ich verurteilt worden, bin noch mit dem blauen Auge davon gekommen. Und jetzt, Anfang dieses Jahres, Februar so, habe ich die nächste Gerichtsverhandlung und da war auch Einbruchsdiebstahl. Ach, das ist alles jetzt schon wieder passiert, nachdem du draußen bist. Ja, und jetzt kommt der Schärfste, ne? Und jetzt war, hatte ich letzte Woche Donnerstag, jetzt sage ich mal ganz offen ehrlich, ne? Ja. Letzte Woche Donnerstag hatte ich ein Vorstellungsgespräch gehabt, ich bin total arbeitslos. Mhm. Und da bin ich da in ein Büro rein, bei dem Arbeitgeber da, ne, wo ich mich vorstellen sollte. Und da war keiner im Büro. Mhm. Also war noch vorn beschäftigt, ne? Mhm. Und da sah ich da so links in der Ecke in der Handtasche stehen und denke, und habe die ganze Zeit dran gedacht, immer die auf dem Rückweg nehme ich die mit. Mhm. Ich hatte den Drang dazu, zu verklauen. Ich hoffe, du hast sie nicht mitgenommen. Ich habe es nicht mitgenommen, ne. Mhm. Aber du warst kurz davor. Ich war kurz davor. Mhm. Ja, mhm. Dann, ich wollte mal auch zum Psychologen aufgesucht haben. Mhm. Aber wer bezahlt mir das? Dann bin ich zur Krankenkasse gelaufen und mhm. die sagten zu mir, dann hören sie mir die Klauerei auf. Mhm. Also, das heißt im Klartext, es dauert nicht mehr lange, dann bist du wieder im Knast. So ungefähr. Mhm. Und du meinst, wenn deine Strafe härter und länger gewesen wäre, dass du vielleicht dich verändert hättest und anders draufgekommen wärst? Nee, nicht die lange Haftzeit. Nee, das ist halt nicht, aber ich finde mal die Knäste ja überhaupt, ist keine Abschreckung. Mhm. Los, ich war da drin, ich hatte auch mein Teil alles gehabt, Fernseher, Radio und so weiter und so fort, Kaffeemaschine.
Schreibmaschine, Schreibmaschine und was man sich so denken kann. Also, ich will es überspitzt ausdrücken, es geht so in Richtung Hotel. Ja, kann man, Jungterberge, sagen wir mal so. Überspitzt ausgedrückt, klar. Ja. Wie meintest du denn, oder was meinst du denn, wie es in den Knästen zugehen sollte, damit eine große Abschreckung dann auch für die potenziellen Verbrecher da ist? Ja, wie Sie gesagt haben, mal früher in den 70er Jahren war es halt so gemacht worden, kein Fernsehen, kein Radio, zum Beispiel. Ne? Also für dich ist das gar nicht so eine schlimme Vorstellung, jetzt demnächst wieder reinzukommen? Auf gar keinen Fall, ne. Ist es für dich sogar noch angenehmer, im Knast zu sein, als jetzt dich so durch die Freiheit zu schlagen? Ja. Das ist schon traurig eigentlich, ne? Eigentlich ja. Hast du Familie? Ich habe Familie, ja. Du hast eine kleine Tochter von fast 2 Jahren und eine Frau natürlich. Und ihr lebt auch zusammen? Wir leben zusammen, ja. Und dann, Bernd, und dann redest du so? Weißt du was, ich habe gerade gedacht, der Bernd, der ist alleinstehend. Nee, bin ich nicht. Und dann sagst du, dass es dir gar nicht so viel ausmachen würde, in den Knast zu gehen. Aber dann bist du doch nicht mehr bei deiner Familie, nicht mehr bei deinem Kind. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig. Nur wer hilft mir da, sag ich mal, durchzukommen? Meine Frau gibt mir schon Unterstützung, ne? So ist es ja nicht, ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte versucht, mal Psychologen aufzusuchen, nur hat die Krankenkasse als Krankenkasse Nein gesagt. Mhm. Und das Arbeitsamt findet das Wort nicht. Hat dir denn jemand, nachdem du aus dem Knast rausgekommen bist, da vor ein paar Jahren, so ein bisschen unter die Arme geholfen? Ja, meine Frau. Nee, gab es irgendjemand? Ja gut, ich meine jemand Offizielles. Stichwort Bewährungshilfe. Ich habe zwar Bewährungshilfe, aber wie gesagt, der tut mir auch nur den Job. Also der hat auch so großartig nichts getan, sag ich mal. Und die meisten sind wahrscheinlich auch wahnsinnig überlastet, ne? Ja, ganz genau. Die sich gar nicht um die Einzelnen kümmern können. Richtig, genau. Ja. Das ist eigentlich ein ganz trauriges Ergebnis unseres Gespräches jetzt. Ja. Dass herauskommt eigentlich, A, dass die Knäste härter werden müssten, und B, dass du in so einer Sackgasse jetzt bist, in deinem Leben, dass du selbst in Kauf nimmst, nicht bei deiner Familie sein zu können und dafür eher vielleicht sogar in den Knast gehst und Straftaten begehst. Ganz genau. Aber ist denn für dich nicht eine Motivation, ein vorbildlicher Vater zu werden für dein Kind? Ja, selbstverständlich. Ja, aber zu einem vorbildlichen Vater gehört ja nur nicht, dass er ständig klaut oder irgendwelche schrägen Sachen macht. Ja, ne, ist richtig. Ich sage ja gerade, ich versuche es hier abzubauen. Aber wenn mir da keiner bei helfen tut, jetzt außer halt meine Frau, dann weiß ich auch nicht, wie ich das schaffen soll. Nun darf man natürlich nicht immer nach anderen Leuten rufen, ne? Und helfen. Es liegt ja nun auch sehr viel an dir. Ganz genau. Entweder nimmst du die Handtasche oder nimmst du nicht. Ja, das war schon mal ein Vorteil für mich. Hab's nicht mitgenommen. Genau, das war schon ein kleiner Sieg gegen dich, ne? Oder gegen das Üble in dir. Ganz genau. Ja. Also, ich habe natürlich jetzt auch keinen tollen oder dollen Rat oder Tipp an dich, Bernd, das weißt du, ist dir klar, ne? Ja, klar. Ich kann mir nur wünschen, dass du weiterhin so gegen dich arbeitest. Allein schon für die Familie, für das Kind. Ja, klar. Weil es für das Kind einfach schön ist, wenn der Vater da ist. Richtig, genau. Hast du denn irgendwas Ordentliches gearbeitet in den letzten Jahren? In den letzten Jahren für dich nicht, nein. Gar nicht, immer mal so. Ich bin wieder mal da gearbeitet, mal da, mal da. Hast du denn eine Ausbildung? Ich habe in Knast eine Ausbildung zum Schweißer gemacht, ja. Du hast eine Ausbildung zum Schweißer? Ja. Und hast du dich als Schweißer auch oft beworben oder wiederholt beworben? Ja, nun, ich habe die Ausbildung gemacht, das war 1995. Und die Schweißerprüfung habe ich auch alle bestanden gehabt, aber nur das Problem ist, die gehen aber nur 6 Monate, gelten die nur. Das heißt, nach 6 Monaten muss eine neue Prüfung gemacht werden. Ach so. Und da waren die abgelaufen. Arbeitsamt tut es auch nicht finanzieren, um die wieder nachzumachen. Wie? Es gibt keine Möglichkeit über das Arbeitsamt, das jetzt zu aktualisieren nochmal? Die sagen zwar höchstens neue Ausbildung, aber ich kann nicht mal kurz die Prüfung nachholen. Ich will ja nicht die ganze neu machen, ich will ja wenn nur die Prüfung nachholen. Ist klar, ja. Und das kann das Arbeitsamt nicht so organisieren. Das kann nicht organisieren. Wenn man das alles immer so hört, dann müssen die Leute ja irgendwie... Ja, ich denke mal, der Klassenmeister hat zwar die Möglichkeit, da mehr Ausbildung zu machen. Jetzt habe ich halt den Beruf ausgesucht, da als Schweißer. Ich hatte damals auch, muss ich sagen, immer, bevor ich entlassen worden wäre, auf 2/3, hatte ich mich auch bei einem Thema beworben und habe auch Wohnungen gehabt und so. Was sagt das Landgericht Bielefeld? Ne, ist nicht. Da sagte zu mir als Kalterrichter, ach, weißt du, was der soll, ich war gerade 3 Monate in Bielefeld. Senne, sitzt zu mir, dann so ein paar Monate in Senne und dann gucken wir weiter. Ja, und war der Job und Wohnung weg. Ist klar, verstehe. Ja, und dann, wenn ich die Möglichkeit damals gehabt hätte, sag ich mal, ne, dann wäre ich zwar nicht in Köln gelandet, wäre ich vielleicht irgendwo in Bochum gelandet, da hätte ich Job und Arbeit gehabt, aber es ist halt so nicht gewesen. Also, du plädierst für einen härteren Knast. Ja. Und ich plädiere an dich, dass du nicht in den Knast, so wie er jetzt ist, wieder hineinkommst, sondern dass du bei deiner Familie bleibst. Ja. Ich hoffe das sehr, Bernd. Alles Gute. Okay. Schönen Gruß zu Hause. Ja, oh, danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, meine Strafe war zu gering.
wenn ihr so euer Leben Revue passieren lasst, gab es Situationen, von denen ihr sagt, da bin ich eigentlich zu gut weggekommen. Da hat das Schicksal es vielleicht auch zu gut mit mir gemeint. Ich habe vielleicht etwas Kriminelles, so wie Bernd gerade erzählt hat, angerichtet oder vielleicht auch was menschlich sehr Unkorrektes getan. Und dem ich es angetan habe, der hat mir eigentlich viel zu leicht und zu schnell verziehen. Also wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Jürgen ist dran und er ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Herr Namensvetter. Ja, genau, richtig. Ich will nicht unbedingt jetzt Domian sagen, weil das kommt mir ein bisschen peinlich vor. Sag Jürgen, das kennst du ja auch, ja, dass genau, man mit Jürgen angesprochen wird. Richtig. Was war bei dir zu gering? Welche Strafe? Ich habe mich also jetzt dazu endlich mal durchgerungen. Es ist folgendes. Mhm. Ich habe einen 20-jährigen Sohn. Mhm. Dem habe ich als Baby sehr viel angetan. Als Baby, wie alt war er da? Wie alt war er da? Also es war, also 79 habe ich geheiratet. Ja, das war nicht kurz danach. Und naja, wie gesagt, also ich war arbeitslos zu der Zeit. Wie alt war er denn? Ein Jahr oder ein halbes Jahr oder was? Ja, ein halbes Jahr ungefähr. Was hast du ihm angetan? Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau. Halbes Jahr, ja. Was hast du ihm angetan? Fällt mir schwer, über die Lippen zu bringen, aber ich habe versucht, ihn eigentlich zur Ruhe zu bringen. Mit einem Kissen. Das heißt, du hast dem kleinen Kind ein Kissen auf das Gesicht gepresst, weil er so sehr geschrien hat. Ja, genau. Und dich gestört hat. Ja. Also meine Frau war nicht da. Mhm. Sie war zu der Zeit berufstätig. Ich, wie gesagt, nicht. Mhm. Ist das öfter vorgekommen? Nein. Nur einmal? Nein. Also ja, also das kam nur einmal vor. Mhm. Und wie gesagt, ich fühle mich sowas von schuldig. Also dass ich normalerweise, ich müsste normalerweise dafür bestraft werden. Mhm. Jürgen, wie war das denn damals? Du hast dem kleinen Kind das Kissen aufs Gesicht gedrückt. Wie lange hast du es? Ich habe es so lange getan, bis ich, glaube ich, merkte, dass das Kind nicht mehr atmet. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist mittlerweile also jetzt schon fast 20 Jahre her. Wie sah das denn aus, als du das Kissen dann weggenommen hast? Ich habe einen Schreck bekommen hinterher. Wie sah der Kleine aus? Normal. Ganz normal. Hat er die Augen noch auf oder war er bewusstlos? Nein. Keines von beiden. Nur ich habe dann hinterher auf einmal gedacht, was hast du für einen Scheiß gebaut? Also wie keines von beiden. War er noch bei Bewusstsein? Er war noch, ich denke mal schon, ja. Mhm. Hat er noch? Weil ich habe ihm dann, denke, was hast du für einen Scheiß gebaut, Jürgen? Also zu mir selber gesagt, was hast du für einen Müll gebaut? Das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Was tust du eigentlich hier? Hast du ihn denn dann rausgenommen wieder aus dem Bettchen oder hast du irgendwas gemacht? Oder was hast du dann? Er war schon. Ich sag mal jetzt, er war schon bewusstlos. Also doch war er bewusstlos? Ja, doch, ja. Mhm. Ja. Ja, und dann? Was hast du dann gemacht? Dann habe ich sofort also Mund zu Mund oder beziehungsweise Mund zu Nasenbeatmung alles getan. Und okay. Wie okay? Dann kam es. Er kam wieder zu Bewusstsein. Gott sei Dank. Ich meine, sonst wäre er heute keine 20 Jahre alt. Dann kam er wieder zu Bewusstsein. Und dann, was hast du dann gemacht? Dann habe ich nicht viel gemacht. Dann habe ich natürlich einen Arm genommen und alles, das, was man so tut. Hm. Dann. Hm. Also, und dann kam er wieder. Affekt, ja? Dann kam er wieder so allmählich zu Kräften. Natürlich, klar. Hm. Ja, ich habe es also so lange versucht, bis er wieder richtig, wo ich merkte, also als ich merkte, er kam wieder richtig zu. Naja, er atmete wieder von sich selber. Hat der Junge durch diesen Vorfall irgendeinen Schaden davon getragen? Nein, er ist gesund und. Nein. Hast du das deiner Frau jemals erzählt? Ja, sehr spät allerdings. Wie alt war er da? Als ich das meiner Frau erzählte? Mhm. Oh, das ist schon, ja, das... Also Jahre später. Oh je. Schwierig. Naja, also viele Jahre, wir brauchen ja keine Jahreszahl, also viele Jahre später. Ja, auf jeden Fall. Viele wie hat deine Frau dann darauf... Viele. Wie hat deine Frau dann darauf reagiert?
Naja, wir beide standen sowieso immer auf der Kippe, also meine Frau und ich, was die Beziehung betraf. Ich meine, sie hat selber gemerkt, also es kommt mir echt schwer von der Seele jetzt. Mhm, ich verstehe, ich merke das schon. Klar, also... Hat sie denn mit dir geschimpft oder hat sie dich beschimpft, als du es erzählt hast? Nein, an für sich nicht, nein. Obwohl es... Ich denke schon, sie hätte es machen müssen. Aber es hätte auch nichts gebracht. War sie bestürzt, oder? Ja, ja, das schon, ja. Hast du es deinem Sohn je erzählt? Nein. Nein. Aber ich habe das Gefühl, weil meine Frau und ich, wir leben jetzt zurzeit in Trennung. Mhm. Seit 5 Monaten. Habe zurzeit aber auch keinen Kontakt mehr mit meinem Sohn, sag ich mal jetzt. Hast du das Gefühl, dass sie ihm das erzählt hat? Ich bin mir nicht sicher. Und warum hast du keinen Kontakt mit deinem Sohn? Naja, ich sag mal jetzt, ja, auch wiederum so eine schwierige Sache. Wir hatten also seit dem 1.5., sag ich mal jetzt so, ja klar, 1.5. lebe ich von meiner Frau getrennt in einer anderen Wohnung. Mhm. Habt ihr denn einen Streit gehabt, du und dein Sohn? Ja, wir hatten, also davor hatten wir des Öfteren Streit. Also und was ging es denn? Jeden zweiten, dritten Tag oder so. Ja, und um was ging es da in den Streitereien? Belanglos an für sich. Aber es war immer Alkohol im Spiel. Bei wem? Also zu dem damaligen Zeitpunkt bei uns beiden. Bei euch beiden. Ja. Also, dich plagt, obwohl so viele Jahre, fast 20 Jahre rum sind, knapp 20 Jahre rum sind, ein schlechtes Gewissen. Und absolut. Du sagst, ich meine, unser Thema heißt ja, meine Strafe war zu gering, du hast ja gar keine Strafe gekriegt. Nein, insofern war sie auch nicht klar. Ich meine, ich erwarte jetzt auch keine Strafe, aber... Hast du immer überlegt, um dein Gewissen vielleicht zu erleichtern? Wie ich das machen soll? Mit deinem Sohn darüber zu reden? Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, aber... wenn die Gefahr besteht, dass deine Frau es ihm erzählt hat, dann finde ich schon, dass du mit ihm darüber reden solltest. Ja. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel bei meiner, also ich habe also noch 3 weitere Kinder, bei meiner 14-jährigen Tochter, die ist am 9. hat sie Geburtstag gehabt, die wurde 14 und Welche? Ja, da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht triffst du deinen, den Sohn da. Ich mein, ja, ne? Weißt du, Jürgen, dieses Reden darüber ist vielleicht aber auch sehr schwierig. Nein, ich habe aber. Du könntest vielleicht mit deiner, ich würde erstmal Folgendes sagen, red mal, sofern das noch möglich ist, mit deiner Frau und frag sie, ob sie ihm das erzählt hat. Mhm. Vielleicht könntest du viel mehr gut machen, wenn du dich jetzt sehr, sehr, sehr nett und ganz toll zu deinem Sohn verhältst. Wenn du ihm das jetzt sagst, ist das vielleicht auch wieder ein sehr egoistischer Vorgang, nämlich dann bist du dein schlechtes Gewissen los. Oh. Aber was richtest du bei diesem Jungen ein? Der macht sich dann die Gedanken, mein Vater hätte mich beinahe umgebracht. Ja. Und das ist keine schöne Lebensbegleitung für ihn auch. Deswegen eigentlich, um das Gewissen zu erleichtern, knie dich in diese Beziehung rein, sei gut zu dem Jungen. Und ja, wenn du sagst, ich war es schon, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Da kann ich jetzt nichts, das können wir jetzt nicht noch aufrollen. Mhm. Aber bemühe dich um diesen Jungen. Ich tue es. Alles, was nur irgendwie möglich ist. Wie gesagt, ich habe gesagt, er hat jetzt Geburtstag. Pass auf, Jürgen, wir haben ja jetzt keine Rückantwort. Pass auf, wir haben ja jetzt über diesen Vorfall von vor 20 Jahren gesprochen. Ja. Das ist ja auch unser Thema. Ja. Unser Thema ist ja nicht das Problem, das du mit deinem Sohn hast. Ich merke, dass dir das natürlich sehr auf den Nägeln brennt. Deswegen möchte ich vorschlagen, dass du dieses Problem mit meinem Psychologen berätst. Dann könnt ihr gleich in Ruhe darüber besprechen. Wenn die Möglichkeit besteht, ich würde es gerne annehmen. Leg du auf und der Peter Ostjanowski ruft dich gleich zurück. Alles Gute. Okay. Sei ein guter Vater dem Junge gegenüber. Versuche ich, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Andrea, 25 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Meine Strafe war zu gering, sagst auch du. Ja, richtig. Warum?
Ich bin 97 verhaftet worden für Kreditkartenbetrug in Höhe von etwas über 80.000 Mark und habe dafür 34 Monate bekommen und fand die Strafe zu gering. Für 34 das. Monate Knast? Ich habe 22,5 davon abgemacht, ja. Der Rest war dann Bewährung? Ich habe die letzten 11,5 jetzt auf Bewährung, ja. Mhm. Also 22 Monate Knast? Ja. Ne, 22 Monate für 80.000 Mark Betrügereien? Ja, Kreditkartenbetrug und Urkundenfälschung. Mhm. Wen hast du eigentlich betrogen? Banken, Privatleute. Mhm. Und ich fand das doch ein bisschen wenig. Mhm. Wie bist du überhaupt in diese Szenerie so reingekommen, so etwas zu machen, als doch recht junges Mädchen? Ich habe als Ladendetektivin gearbeitet und hatte somit Zugriff zu allen möglichen persönlichen Gegenständen und auch anderen Sachen. Mhm. Und da war die Versuchung halt groß. Du hast Privatleute auch mit Kreditkarten betrogen, sagst du? Ja. Wie hast du das gemacht? Ja, indem ich die Kreditkarten genommen habe und entweder die Konten leergeräumt habe oder auf denen ihr Geld einkaufen gegangen bin. Mhm. Wir wollen es im Detail gar nicht wissen, um nicht Nachahmer da zu aktivieren. Mhm. Du sagst auch, dass diese Strafe viel zu gering war. Ja, ich denke, wenn ich mehr bekommen hätte, wäre ich vielleicht ein bisschen schlauer daraus geworden. Mhm. Nur hat gerade schon der Bernd erzählt, dass er findet auch, dass es in den Knästen viel zu weich zugeht, viel zu komfortabel zugeht. Siehst du das auch so? Ja, also ich war hier in Köln, in das gemischte Anstalt und wir Frauen hatten alle Freiheiten im Prinzip. Wir hatten von morgens bis abends die Türen auf, konnten tun lassen, was wir wollten im Prinzip, außer dass wir halt nicht raus konnten. Mhm. Aber ansonsten durften wir alles. Und also innerhalb des Gefängnisses konntet ihr alles Mögliche machen? Ja, wir waren in verschiedenen Gruppen. Ich war zum Beispiel in der Kirchengruppe, Zeitungsgruppe und so weiter und somit auch in den Männerbereichen drüben. Mhm. Also wir hatten schon Freifahrt im Prinzip. Mhm. Konnten kochen, wann wir wollten, konnten backen, wann wir wollten. Also die Zeit ist dir gar nicht so lang geworden? Nein. Also ihr hattet Fernsehgeräte? Ja. Radiogeräte? Ja. Mhm. Bibliothek, klar, zum Lesen. Zeitungen auch? Konnten wir abonnieren, ja. Mhm. Mit wie vielen Frauen warst du auf einer Zelle? Ich war alleine. Alleine. Hast du das als Luxus auch empfunden, alleine sein zu können? Ja, doch. Ich war also die ersten 8 Monate auf einer Doppelzelle mit noch jemandem. Mhm. Und nachher halt alleine. Und wenn man alleine war, war man also auch sein eigener Herr. Und man hat dafür kämpfen müssen, um alleine eine Zelle zu bekommen. Jetzt hast du uns das ja recht rosig geschildert. Das klingt ja so für uns, die wir noch nicht im Knast gesessen haben, dass wir denken, naja, so schlecht geht's denen ja gar nicht da. Es ist auch nicht so schlecht da. Also. Was meinst du denn? Entwerfe uns doch mal ein Modell, wie es hätte sein müssen, dass es dich abschreckt. Ja, also nicht diese Freizügigkeiten haben zu können. Also den ganzen Tag alleine in der Zelle sitzen, ohne Fernsehen, ohne Radio, vielleicht auch ohne Bücher. Ja, ohne Bücher nicht und ohne Radio auch nicht, aber Fernseher oder halt. Also Fernseher ist dann schon Luxus zu doll, meinst du? Ja. Mhm, ja. Doch, fand ich schon. Ihr konntet wahrscheinlich auch alle diversen sportlichen Aktivitäten dort unternehmen? Wir haben ein Fitnesscenter nachher da gehabt. Ein Fitnesscenter sogar? Bodybuilding-Geräten. Wir konnten in die Sporthalle 3-mal in der Woche Fußball spielen, Badminton. Moment, ihr hattet ein Bodybuilding-Studio da, das ihr umsonst benutzen konntet? Ja. Unser eins muss dafür was bezahlen, ne, wenn wir rausgehen. Wir konnten auf Kosten des Staates sowas benutzen. Mhm. Was hat jetzt diese Zeit, diese 22 Monate, was haben die in dir hinterlassen? Die haben mich zwar schon geprägt, aber nicht so sehr, dass ich sagen würde, ich würde es nie wieder tun. Mhm. Und du würdest auch also diese These unterstreichen, wenn ich härter rangenommen worden wäre, wär das Abschreckungspotenzial größer. Ich hätte dann Schiss oder wäre doch vorsichtig, wieder auf die schiefe Bahn zu kommen. Richtig, ja. Mhm. Wie stufst du dich denn jetzt im Moment ein, so vom Gefährdungspotenzial? Kann es sein, dass du wieder irgendwelche Dummheiten machst? Ausgeschlossen ist es nicht. Der Gedanke wäre schon da, aber ich meine, ich habe eine Tochter von 10 Jahren und ich glaube, das wäre schon ein Grund, warum ich es dann nicht mehr tun würde. Mhm. Ich würde gerade sagen, dass, egal wie der Knast von innen ist, ihr seid ja weggeschlossen gewesen, ne? Bernd ja auch vorhin, hat es ja auch erzählt. Das heißt, ihr seid ja nicht bei euren Lieben, ne? Nicht in der Familie. Ja, ich habe 3-mal im Monat Besuch von meiner Mutter bekommen und von meiner Tochter auch. Und letztes Jahr habe ich mich firmen lassen. Da durfte meine Mutter sogar die Anstalt komplett betreten, im Gefängnisgottesdienst anwesend sein. Also, also man konnte da schon, hatte man Mittel und Wege, um Besuch zu bekommen oder halt mit den Lieben zusammen zu sein. Oder halt Ausgang, Urlaub. Mhm.
Urlaub gab es auch? Ja. Wie lange? Ja, 3 Tage. Und da konntest du machen, was du wolltest? Ja. Mhm. Gab es auch Männerbesuche? Durften Männer in die Knast, in die Anstalt kommen, in den Knast kommen? Ja, sicher. Und du durftest mit denen dann auch alleine sein? Nein, das alleine nicht, nein. Mhm. Also ich meinte jetzt bezogen, konntest du mit denen schlafen? Es gibt ja so Modelle. Nee, überall. Das ist erst Anfang des Jahres in Köln gemacht worden, dass Langzeitbesuchsräume da sind. Aber zu meinem Zeitpunkt war es noch nicht. Mhm. Und ich wäre auch gar nicht unter die Kategorie gefallen, weil ich halt unter 4 Jahre und 8 Monate hatte. Mhm. Also es ist wirklich erstaunlich, wie oft ich das hier in dieser Sendung schon von ehemaligen Knackis gehört habe, die wirklich richtig üble Dinge gemacht haben, die zu mir sagen, Domian, wenn ich ehrlich bin, das war alles viel zu milde. Ich habe geweint, wie ich entlassen worden bin. Ich habe gesagt, gib mir einen Schlüssel und ich bleibe für immer hier. Ich wäre freiwillig da gewesen. Obwohl du eine Tochter hattest? Ja, ich hätte die ja jederzeit sehen können, wenn ich einen Schlüssel gehabt hätte. Ich hätte gehen können, wie ich gewollt hätte. Mhm. Ich wäre halt nachts zum Schlafen da gewesen und tagsüber halt draußen dann arbeiten und bei meiner Tochter. Mhm. Ich wäre freiwillig da geblieben. Aber was war denn dann, ich meine, es klingt alles recht angenehm, aber was war denn nur so schön am Knast, dass du fast da hättest bleiben wollen? Ich habe einen Freundeskreis aufgebaut. Mhm. Unter anderem war ich letzte Woche Freitag im Gottesdienst da und war Taufpatin von jemandem. Mhm. Also allein das war schon ein Grund für mich da zu bleiben auch. Weil du hast... In den 2 Jahren, die ich da war, baust du dir im Prinzip einen neuen Freundeskreis auf. Hm. Verstehe, das ist dann eine richtige soziale Struktur, in die man da reinwächst dann, ne? Richtig. Die mit einem verwächst. Also du hast plädiert dafür, dass es alles spartanischer sein müsste in den Knästen. Wärst du auch dafür gewesen, dass deine Strafe, was die Zeit betrifft, auch länger hätte andauern sollen? Also, ja, man hätte härter mit uns umgehen müssen. Generell, rundherum. Mhm. Rundherum, ja. Mhm, ja. Weil ich habe da so einige andere Leute noch mitbekommen und da habe sogar ich mit dem Kopf geschüttelt, warum so wenig. Aber ich denke, das spielt jetzt auch gar nicht so Rolle. Andrea, wenn du meine Sendung kennst, vielleicht zapfst du hier ab und zu mal rein, was wir hier schon für Sachen gehört haben. Ja, da war jemand, der hat seinen Schwager zermetzelt und nach 8 Monaten draußen gewesen oder hat... Es gibt ganz üble Dinge auch. Kind aus dem Fenster geschmissen, hat einen Freispruch kassiert und all sowas. Also da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Was machst du denn beruflich im Moment? Ich mache eine Umschulung zur Bürokauffrau. Mhm. Ich hoffe, dass das gut geht. Auch wenn es dir im Knast gut gefallen hat, glaube ich, ist der bessere Weg dann, sich doch in der Freiheit zu bewegen und zu behaupten. Allein schon wegen des Kindes. Ja, und ich denke, wegen meinem Lebensgefährten ist der zweite Grund dann. Was haben denn deine Eltern, Verwandten gesagt, dass plötzlich der Andrea im Knast sitzt? Tja, waren alle nicht ganz so begeistert davon. Aber ich denke mal, ich bin alt genug, zu meinen Taten selber. Aber ist das nicht auch eine Strafe, dass man irgendwie dann so gesellschaftlich geächtet ist, wenn man mal im Knast gesessen hat? Ich bin ganz ehrlich, ich habe nur positive Resonanzen nach der Haft gezogen. Es hat mich keiner irgendwie dumm angesprochen oder dumm positiv? Hey Andrea, klasse, dass du im Knast warst, oder wie? Nein, aber man hat mich nicht dafür verurteilt, dass ich das gemacht habe. Ja. Die haben mich genauso weiter behandelt, wie sie mich vor der Haft auch behandelt haben. Aber da hast du Glück gehabt. Da kenne ich aber noch ganz andere Geschichten, wo die Leute wirklich... Ich habe sehr viel Glück gehabt, ja. Ja, wirklich. Bleib sauber, Andrea. Alles klar. Tschüss in diesem Sinne. Ciao. Ciao. So, in einigen Sekunden haben wir 1.30 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 31. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Übrigens, ich habe gehört, dass Wetten abgeschlossen wurden. Moderiert der Domian heute in Strumpfhosen, in Frauenstrumpfhosen.
Der Domian moderiert nicht in Frauenstrumpfhosen. Der Domian hat eine ganz normale Hose an und darunter, die zeige ich euch jetzt nicht, eine ganz normale Unterhose. Das war mir dann doch ein bisschen zu doof, in der Frauenstrumpfhose zu moderieren oder die gar zu kaufen heute. Ist nicht mein Ding. So, dann muss ich euch noch was, oder will ich euch auch was Ernstes noch erzählen. Ich habe heute mit Mike telefoniert. Mike geht es nicht sehr gut. Er ist am Freitag operiert worden. Die Operation ist nicht so verlaufen, wie er sich das gewünscht hat. Er ist wieder zu Hause. Er hat darauf bestanden, nach Hause zu kommen. Und er muss noch einmal operiert werden. Wann das sein wird, das wusste er noch nicht. Das weiß ich also auch nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich werde weiter mit ihm in Kontakt bleiben. Und wenn ich etwas Neues weiß, dann werde ich euch darüber informieren. Unser Thema heute Nacht heißt: Meine Strafe war zu gering. Wart ihr schon mal in einer Lebenssituation? Habt ihr schon mal was angerichtet, was angestellt, wovon ihr so im Nachhinein sagt, ich bin da zu gut weggekommen? Ich hätte viel härter rangenommen werden müssen. Ich hätte viel härter bestraft werden müssen. Irgendwie ist alles viel zu lasch an mir vorbeigegangen. Telefonnummer 0800 5678 111. 0800 5678 111. Eine kostenfreie Telefonnummer. Marcel, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Na? Ja, ich habe auch so ein kleines Problemchen. Ich wurde auch viel zu gering bestraft. Warum? Was hast du angestellt? Ich bin ohne Führerschein Auto gefahren. Mit 16 Jahren? Mit 16 Jahren, ja. Erzähl mal den Vorgang. Ja, also das war so, ich habe also nachts von meiner Mutter den Schlüssel genommen und bin dann mal mit einem Kollegen auf eine Spritztour gegangen. Mit was für einem Auto? Mit von meiner Mutters Auto. Ja, was für eine Marke? Hyundai. Mhm. Ja, und dann hat uns die Polizei eben erwischt, ja. Weil ihr zu schnell gefahren seid oder war es Zufall? Zu langsam und die Kurve nicht richtig genommen. Zu langsam und die Kurve nicht richtig genommen. Ja. Das war dann mitten in der Nacht, hat die Polizei euch gestellt. Ja. Und dann? Ja, und dann wurden wir eben verhört und dann nach Hause gebracht. Mhm. Das Auto stand da erstmal still. Das stand da, ja. Mhm. So, dann ist die arme Mutti wahrscheinlich aus dem Bett geflogen, ne? Als ihr dann in tiefer Nacht nach Hause kamt. Ja, die hat riesige Augen gemacht. Also. Mhm. Was hat sie denn gesagt überhaupt in dem Moment? Ja, ich kann sie dir mal eben kurz geben. Ja, okay. Mach mal. Ja, hallo, ich bin die Mutter. Sie sind die Mutter oder du bist die Mutter. Ja, das war nachts um 2:30. Ja. Auf einmal geht hier im Flur Licht an. Ja. Und da stehen drei Polizisten mit meinem Sohn hier drin. Da hat's dich wahrscheinlich umgehauen. Ich wusste gar nicht, dass er beim Auto weg war. Der hat hier den Schlüssel aus meiner Tasche genommen. Ja. Als du dann erfahren hast, was da passiert war, wie hast du reagiert? Ich war fertig mit dem. Ich kriegte erstmal gar nichts raus. Ich war wie gelähmt. Da sagt er, drehen Sie sich mal ab, sagt er. Dem Jungen ist ja weiter nichts passiert. Mhm. Die waren wohl mit ihm vorsorglich im Krankenhaus gewesen, ne? Ach, das auch? Warum? Ja, weil er leichte Prellungen hatte. Aber es ist doch gar nichts passiert, ne? Ich dachte, dass... Der Wagen ist Schrott. Moment, gerade hat er gesagt, dass sie einfach angehalten worden sind. Ach so, das war ja letztes Jahr. Ja. Da war er noch 15. Ach, es gibt zwei Geschichten dazu. Ja, natürlich. Da ist er ja auch gefahren. Aha, ja, der Schlingel, der hat gerade nur die harmlose Geschichte erzählt. Letztes Jahr war die harmlose Geschichte. Aha. Und jetzt Ende Juni war die krasse Geschichte. Erzähl du mal die krasse Geschichte. Ja, da standen wir nachts um 2:30, standen auf drei Polizisten mit meinem Sohn hier drin. Und da war aber ein richtiger Unfall passiert vorher. Ja, also ich meine, Gott sei Dank kein anderer PKW oder Mensch in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Ich sag in Anführungsstrichen mal nur die Leitplanken gerammt. Also er ist mit deinem Auto gegen die Leitplanken ja, gefahren? Ja, wir haben die Kurve nicht gekriegt, weil die zu schnell gefahren sind, so wie die Polizei erzählte. Auto war Schrott? Auto ist natürlich Schrott. Das hat er mir gerade ganz anders erzählt. Da muss ich ihn gleich auch nochmal fragen. Ja, ich nehme den gleich nochmal. Ja, so. Ja, und dann hat gesagt, die Polizei regen sich mal nicht auf, sagt er. Ihr Wagen ist zwar Schrott, sagt er, aber die beiden Jungs knapp am Tod vorbei. Mhm. Weil da, Gott sei Dank, war die Leitplanke da, wie die erzählten. Mhm. Wäre die nicht gewesen, wären sie den Abhang runter. Mhm. Also er war vorher im Krankenhaus untersucht worden, aber es war dann doch alles in Ordnung. Es war alles Schlimmes. Und der Kumpel von ihm auch, der Freund. Ja, der hat gar nicht gehabt, wie das passiert ist, ist der sofort abgehauen. Ist der sofort abgehauen? Er hat seinen Freund dann hier, den Täter, hat er natürlich dann da sitzen lassen, ne? Mhm. Das heißt, dann im Flur standen nur dein Freund und die beiden Polizisten. Mein Sohn und die Polizisten. Ja, und der andere, der mit war, der wohnt bei uns im Haus, ne? Mhm. Als die Polizisten dann weg waren, was hast du dann mit deinem Sohn gemacht? Ihm eine gescheuert? Nee. Ich hab nur gesagt, wie kannst du? Ich war ja froh, dass überhaupt ihm nichts passiert ist, dass es nur der Wagen war. Aber das war ja dann schon das zweite Mal, ne, dass er sowas gemacht hat.
Letztes Jahr ist ja nichts passiert. Na gut, aber er hat es ja auch gemacht, ne? Ja, da ist er zwar auch von der Polizei erwischt worden, aber da hat er Sozialstunden gekriegt. Ne? Aber die haben ja ihm nichts gebracht. Das war eben seine Strafe, die ihm wohl zu gering ausgefallen ist. Was meinst du denn? Findest du auch, dass er zu gering bestraft worden Natürlich. Ist? Natürlich. Ja. Und die 15 Sozialstunden, wir mussten ja dann zum Jugendamt hin, weil ich bin ja geschieden von meinem Mann. Also die 15 Sozialstunden waren beim ersten Mal? Ja. Und beim zweiten Mal jetzt? Was hat er da bekommen? Ja, wir waren ja heute beim Jugendamt gewesen. Weil der vom Jugendamt geht ja mit ihm zum Gericht hin. Ach, das läuft alles noch? Das läuft jetzt noch. Und er hat gesagt, also ab 30 Stunden wohl aufwärts. Also ab 30 und dann ist je nachdem, wie die, wie der Richter entscheidet. Was meinst du denn, was so die richtige Strafe für ihn wäre? Ja, dass er mal richtig am Arbeiten kommt, aber irgendeine sinnvolle Arbeit, wo ihm wirklich mal um den Gehirnskasten Ich verstehe schon. Klar wird. Die Sozialstunden da beim letzten Mal, was musste er denn da machen? Sportplatz sauber halten. Das ist auch nicht so dolle, ne? Das war der Vorschlag vom Jugendamt. Ne? Da habe ich gleich gesagt, das finde ich nicht so gut, ne? Ja, nun bist du ja die Mutter. Bist du denn auch jetzt irgendwie ein bisschen strenger mit ihm? Irgendwie Taschengeld kürzen oder irgendwelche Sachen weniger erlauben? Da gibt es ja doch eine ganze Menge, die man als Eltern machen kann. Ja, bloß das ist ja das Problem. Ich lebe mit ihm ja alleine. Und er hat ja dann auch nachts noch versucht, seinen Vater anzurufen, wie das passiert ist. Und da war seine neue Frau dran. Und da kam er ganz enttäuscht wieder. Sagte Mama, die hat nur drüber gelacht. Die hat den Papa nicht wach gemacht. Also war er enttäuscht, dass die auch noch drüber gelacht hat und er seinen Vater nicht sprechen konnte. Gut, aber meine Frage war ja an dich. Was gehst du jetzt vielleicht auch ein bisschen... Ja, was soll ich ihn da bestrafen? Er ist jetzt 16 geworden letzte Woche. Und, Also du bist da ziemlich hilflos, fühlst du dich? In einer Hinsicht schon. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass er ordentlich Sozialstunden aufgebrummt bekommt und vor allen Dingen auch eine ordentliche Arbeit dann zu leisten hat, ne? Ja. Und nicht nur irgendeinen komischen Sportplatz sauber machen soll. So, wenn sein Vater noch über die ganze Geschichte das so ein bisschen ins Lächerliche zieht, dann ist ja klar. Klar, das hilft dir nun wirklich überhaupt nicht weiter, ne? Das fand ich also gar nicht in Ordnung, die Reaktion, ne? Finde ich auch nicht, ja. So, was nützt er, wenn ich ihn bestrafe und der andere Teil lacht darüber? Ja. Das fruchtet ja überhaupt nicht, ne? Trotzdem musst du ihm natürlich irgendwie zu verstehen geben, dass er mit dir auch nicht alles machen kann, machen darf, ne? Ist natürlich eine schwierige Sache. Und er hat auch ein schlimmes Alter jetzt, ne? Das ist ein schlimmes Alter. Jetzt danke ich dir für die Äußerung. Gib ihm mir doch nochmal den Marcel. Über ja. Hallo. Marcel, du hast mir das gerade nicht richtig erklärt, du Schlingel. Ja, das war ja den ersten Unfall. Alter. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Also du hast es ja zweimal gemacht und beim zweiten Mal ist es ja übel ausgegangen. Ja, ganz Wer zahlt? Das habe ich deine Mutter gar nicht gefragt. Muss deine Mutter jetzt die ganzen Kosten auch noch tragen? Nee, hat die Versicherung also bezahlt. Das hat die Versicherung bezahlt, wenn du das Auto schrott fährst? Die Leitplanke hat Versicherung bezahlt, das Auto, also mussten wir uns Geld leihen und dann ein neues Auto kaufen davon. Aha, mussten wir uns Geld leihen? Ist gut, deine Mutter musste sich Geld leihen. Ja. Wie viel denn? 1.400. Mehr nicht? 2,8. Na, immerhin. So, Marcel, jetzt hast du selbst ja auch selbstkritisch gesagt, die Strafe bisher war zu gering. Ja. Was schwebt dir denn als angemessene Strafe vor? Also, dass ich auch mal richtig hart angenommen werde, so, dass ich nicht mehr zum Autofahren verleitet werden kann. Also Knast wäre das Richtige. Jugendarrest, wenn schon. Jugendarrest. Es ist wirklich verrückt. Ja. Die Leute wollen härter bestraft werden. Es ist wirklich verrückt. Wir lesen seit 20 Jahren humaner Strafvollzug und all diese ganzen Sachen. Und ich rede hier mit Tätern im weitesten Sinne und die sagen alle, wir müssen härter bestraft werden. Nur das hilft uns weiter. Ist ja verrückt. Jetzt hat deine Mutter 2.800, ne, hat sie gerade im Hintergrund gesagt, Geld ausgegeben. Ja. Jetzt stehst du natürlich in großer Schuld vor deiner Mutter, Marcel. Die Gesetze sind nicht so, wie du sie dir vielleicht wünschst. Aber du bist ein junger Mann von 16 Jahren und du bist fit im Kopf. Ja. Jetzt kann ich nur wirklich hoffen und an dich auch so appellieren, einmal diese Scheiße sein zu lassen. Ja. Und du lebst mit deiner Mutter ja alleine, ne? Mhm. Das ist sicher für deine Mutter auch nicht immer einfach. Vor allen Dingen auch einen Jungen so in deinem Alter zu haben. Dich jetzt wirklich immer wieder in den Arsch zu treten und dich ordentlich auch deiner Mutter gegenüber zu verhalten. Deine Mutter hat jetzt Geld dahin geblättert. Und weißt du, was ganz toll wäre, wenn du dir irgendeinen Job suchen würdest und versuchen würdest, so ein bisschen zumindest ihr auch noch Geld abzugeben? Ja, das habe ich ja jetzt auch vor, Zeitung austragen. Ja, genau. Du musst ihr nicht alles abgeben, ein bisschen willst du auch noch behalten, aber damit sie zumindest den guten Willen sieht, dass du ihr vielleicht ein Viertel oder die Hälfte davon abgibst. Ja. Und wenn du das durchziehst, das wäre schon eine Sache von Disziplin und das da hätte ich schon Hochachtung vor, wenn du das jetzt, weiß ich, zwei, drei Jahre machen würdest. Ne? Ich versuche es. Kann man sich eigentlich bei diesen Sozialstunden, kann man da einen Wunsch äußern, wo man arbeiten will? Oder? Ja, kann man. Mhm. Was gibt's denn da so für Möglichkeiten, außer Sportplatz sauber machen? Kindergarten, Altenheim, Sportplatz so. Dann geh doch mal ins Altenheim. Ach, dann, doch.
Ja, mach's ja wirklich. Da wirst du mit einer Realität konfrontiert. Das nimmst du nicht mehr alles auf die leichte Schulter. Ich glaube, dass das jemand auch wie dir auch in deinem Alter ganz gut tut, mal so etwas zu erleben, wie auch alte Leute unter Umständen leben oder leben müssen. Hä? Naja. Nicht so ganz überzeugt. Naja. Tu was für deine Mutter. Die hat so viel für dich getan. Ja. Und lass die Finger von dem Auto, Mensch. Da habe ich sowieso die Schnauze voll. Das nächste Mal liegst du vielleicht querschnittsgelähmt im Krankenhaus. Ja, also das wäre ja beinahe der Fall gewesen. Ich habe das gerade gehört, ja. Mhm. Ich habe am Tod vorbei. Junge, alles Gute. Jo, danke. Könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Wir rufen dich gleich nochmal an und notieren deine Adresse. Okay, danke. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit... Ach, übrigens, das möchte ich euch nur sagen. Nächste Woche Dienstag, genau in einer Woche, haben wir einen prominenten Gast hier wieder in der Sendung. Wir hatten ja neulich den Georg Uecker hier. Und nächste Woche Dienstag ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hier, Wolfgang Clement. Und ihr könnt ihn, den Wolfgang Clement, alles fragen, was ihr den Ministerpräsidenten und den Menschen Wolfgang Clement auch schon mal fragen wolltet. Also er wird Rede und Antwort stehen. Er sitzt neben mir hier im Studio und ihr könnt dann anrufen und euch mit ihm direkt unterhalten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, nächste Woche. Wolfgang Clement hier bei uns live im Studio. Dieter, 22 Jahre alt. Ich grüße dich. Dieter. Hallo, Domian. Oh, du bist aber auch weit weg mit Mobilfunk wahrscheinlich. Ja, richtig. Also, meine Strafe also, war zu sehen. Ich habe folgende Geschichte zu erzählen. Also, ich bin auch nicht mit der Gesetzgebung heutzutage einverstanden. Hm. Weil vor ein paar Jahren, also vor 9 Jahren, habe ich auch mal ein bisschen Mist gebaut. Vor 9 Jahren? Da warst du ja super jung. Ja, richtig, da war ich 13. Ja. Und deswegen ist mir auch nicht allzu viel passiert. Ja. Also, ich fange erstmal mit der ganzen Geschichte an. Also, mit 13 Jahren hatte ich ein paar Probleme mit Alkohol und so. Und da dachte ich mir, weil ich auch Geld brauchte, überfalle ich mal schnell eine Tankstelle. Alles so aus Kurzschlussreaktion. Ja. So. Naja, und das habe ich dann auch getan. Die Verkäufer haben mich davon natürlich abgehalten. Als 13-jähriger Junge besitzt man natürlich noch nicht so die Kraft. Dabei habe ich dann mit dem Küchenmesser, was ich vorher aus der Küche von meinen Eltern geholt habe, der Verkäuferin ins Bein gestochen. Mhm. So. Naja, und dabei hat mich dann natürlich auch die Polizei erwischt. Hallo? Ja. 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 Und dann? Ja, und dann wurde ich natürlich verhaftet, eine Nacht natürlich auf dem Polizeirevier und dann wurde ich einfach nur mit dem Dudu nach Hause geschickt. Und dadurch, dass ich 13 war, ist mir nun gar nichts passiert. Ja, klar. Mhm. Mhm. Was ist dir denn zu Hause passiert? Ja, natürlich. Meine Eltern, die haben mir natürlich anständig ins Gewissen geredet. Haben die nur ins Gewissen geredet oder gab es da auch eine Tracht Prügel? Naja, eine kleine Tracht Prügel gab es da schon, also... Mhm. Natürlich ziemlich hart rangenommen, also aber nur praktisch von meinen Eltern. Mhm. Und so vom Gesetz her ist da überhaupt nichts passiert, dadurch, dass ich nur 13 war. Ist klar, ja. Mhm. Und damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Wenn ich jetzt zum Beispiel heutzutage sehe, was auf den Straßen los ist, ist eigentlich ziemlich krass. Mhm. Es sind Diskussionen, die jetzt seit einiger Zeit ja auch in der Luft liegt, dass halt die Altersgrenzen runtergesenkt werden sollten. Also ich sage mal, mit 13 muss man eigentlich genauso gut dafür verantwortlich, was man gemacht hat, wie ein 16-Jähriger zum Beispiel. Ja, wo werden bei dir so die Grenzen, wo du sagen würdest, ab dem Alter müssten die Leute zur Verantwortung gezogen werden? 12? Naja, 10 Jahre würde eigentlich ausreichen. Mhm. Ich sage mal, mit 10 Jahren, da kann man eigentlich auch schon so entscheiden, was man machen will und was man nicht machen will. Mhm. Mhm. Nur ist die Sache damals für dich, du bist glimpflich davon gekommen. Ja, natürlich. Was heißt glimpflich? Du bist gut davon gekommen. Du hast der Frau ins Bein gestochen. Ich hoffe, dass keine weiteren Komplikationen mit sich... Ja, das ist ja die zweite Sache. Die Frau, naja, das lag eher am Ärztefehler als an mir. Ich habe dann wahrscheinlich den ausschlaggebenden Punkt gegeben. Die Frau hatte danach wohl eine Thrombose und der musste dann die Unterhälfte vom Bein amputiert werden und irgendwas an der Lunge war auch noch, weil sie dann Lungenembolie hatte oder so. Die Frau ist jetzt Invalidenrentnerin. Ach, also der Unterschenkel ist amputiert worden? Ja, natürlich. Und eine Lungenembolie hat sie auch. Also musste wohl eine Zeit lang künstlich beatmet werden. Kriegt die irgendeine Form von Schadenersatz von irgendwem? Also wohl, die hat da wohl vom Weißen Ring oder von irgendeiner Organisation hat sie wohl was bekommen und das war es dann wohl. Mhm. Aber deine Familie, auch deine Eltern wurden da nicht irgendwie herangezogen, ne? Nein, auch nicht. Nichts, gar nichts. Du, quasi gar nicht. Ihr und du habt mit der Sache gar nichts zu tun mehr. Gar nichts mehr zu tun. Und deswegen habe ich jetzt für mich ein sehr schlechtes Gewissen. Weil man kann einfach nichts tun und ich...
Also, ich will dir mal was sagen. Ich bin dafür verantwortlich. Bist du seitdem, hast du dich so verhalten, dass nicht nochmal irgendwas vorgefallen ist? Natürlich, ich habe allein diesen Anlass, also diese, das, was da passiert ist, das habe ich für mich als Anlass genommen, sowas nie wieder zu tun. Mhm. Weil ich habe einfach mal gesehen, was ich den Menschen eigentlich angetan habe. Mhm. Also dieser Frau hast du nur wirklich sehr viel angetan, ne? Ja. Die ist ihr ganzes, mein Gott, normal, Unglaubliches angetan, wenn daraus... gefolgt ist, dass sie ihr Bein oder ihr halbes Bein verloren hat und sie früh Rentnerin ist. Wie alt ist die Frau denn? Die Frau müsste jetzt, jetzt ist sie Anfang 50. Mitte Anfang 50, ja. Und was hat die Frau alles mitgemacht an Schmerzen und Leid? Natürlich. Weißt du, wo die Frau wohnt? Natürlich. Jetzt im Nachhinein habe ich, für mich, also ich komme ab und gehe ab und zu mal vorbei, sie besuchen. Also sie sieht mich immer noch als den kleinen Teufel von früher an. Ach du, also so ein Kontakt ist schon da, dass du sie besuchst. Natürlich, ich probiere das auf meine Art und Weise wieder gut zu machen. Mhm. Ja. Was machst du vom Beruf, Dieter? Ich bin zurzeit Auszubildender zum großen Auslandskaufmann. Mhm. Es verschwindet ja vielleicht die Möglichkeit. Du hast gerade gesagt, du weißt gar nicht, wie das wieder gut machen kann man es nicht. Ich glaube, dass ich meinem späteren Leben der Frau irgendwie helfen kann. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja, im Moment bist du Auszubildender, hast du keine Kohle, aber du kannst die Frau ja... Ah, wie schade, ist er weg. Ich wollte eigentlich auch nur noch sagen, dass er vielleicht hört er mich noch irgendwie, vielleicht über das Fernsehen oder das Radio. Dieter, dass du versuchen kannst, der Frau später auch finanziell etwas unter die Arme zu greifen. Menschlich bist du ja auch schon dabei im Moment, auf jeden Fall da wieder oder etwas aufzubauen, einen Kontakt aufzubauen. Ich finde es auch sehr, sehr toll, dass du das überhaupt tust. Es gibt ja genügend Täter, die sich überhaupt nicht, oder die meisten Täter überhaupt nicht, um ihre Opfer kümmern. Also es ist schon ein sehr netter und guter Zug von dem Dieter. Mario, 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Du bist auch zu gering gestraft worden? Ja. Was hast du denn gemacht? Körperverletzung. Ich habe 36 Monate bekommen und habe davon 30 Monate abgesessen. Mhm. Erzähl mir mal von der Körperverletzung. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Ja, was ist passiert? Du musst ja irgendwas gemacht haben. Ja, das fing an, ich war 16, hatte schlechten Umgang, mein Cousin, der Kai, habe ich schlechten Umgang mit gehabt, und dann mit Alkohol und so. Ja, dann sind wir rausgegangen, jetzt mit dem Grund, dass wir uns auf jeden Fall schlagen wollten. Mhm. Ja, und dann haben wir welche gefunden und dann haben wir die grundlos zusammengeschlagen. Was waren das für Leute? Wie alt waren die? Im Gegensatz zu uns, älter waren die. Älter sogar? Mhm. Ja, wir haben Kraftsport gemacht und... Mhm. Kampfsport auch noch. Mhm. Und wie viele Leute sind denn auf wie viel drauf? Ja, was heißt wie viele Leute auf ihn? Je, was uns kam, entgegenkam, da sind wir draufgegangen. Mhm. Manchmal waren es drei, manchmal vier. Also manchmal auch nur zwei. Also es gab das, zwei. Das hat sich öfter wiederholt, diese Aktion. Wie schwer hast du jetzt persönlich Leute verletzt? Mit Kieferbruch angefangen, von Jochbeinbruch, Rippenbruch. Also schon sehr heftig. Ja. Geht. Noch schlimmere Sachen? Ne, es geht jetzt. Trommelfeld kaputt gewesen bei jemandem. Mhm. Also einiges so. So, dann bist du irgendwann gefasst worden. Wie alt warst du da? 16. 16. Also gefasst wurdest auch 16. Ja. Dann 30 Monate im Knast gesessen? Nee, da noch nicht mal. Da habe ich Sozialstunden bekommen. Ach so. Mhm. Die besagten. Ja, zweite Mal habe ich auch Sozialstunden bekommen und dritte Mal habe ich erstmal vom Jugendamt die Jugendbeihilfe bekommen. Was heißt das? Das heißt, so ein Betreuer vom Jugendamt, der kam einmal die Woche nach uns hin. Also mal eins nach dem anderen. Die Sozialstunden hast du wahrscheinlich nur drüber gelacht, ne? Ja, das ist lächerlich. Lächerlich. Das hat nichts in dir bewirkt. Nee. Das ist Firlefanz und Quatsch. Nee, ist Kinderkacke gewesen. Ja. So, jetzt hast du diesen Betreuer da gehabt. Hat das irgendetwas in dir ausgelöst? Ja, ach, den sagst du ja und arm und gut. Dann geht er wieder und der glaubt ja wieso alles, was er sagt. Und du hast dann immer weitergemacht mit den Körperverletzungen? Ja, ich sagte, mein Cousin, der hatte dann auch noch mit mir weiterhin Kontakt und der hat dann immer gesagt, lass uns rausgehen und so. Mhm. Also er hatte so richtig Spaß daran, wir gehen raus und klatschen Leute. Ja, das ging weiter, bis ich 21 war. So. Mhm. Ja, und dann war vorbei. Also dann habe ich nach der siebten Verhandlung, also ich hatte vorher dann richtig Bewährung bekommen. Mhm. Also einen Jugendarrest habe ich bekommen, den habe ich auf Bewährung bekommen. Und hast du wieder was angestellt? Ja, haben wir wieder was angestellt.
gewechselt und dann habe ich die 36 Monate bekommen und dann habe ich... Davon 30 abgesessen. Habe ich einen Stellungsbefehl bekommen und davon habe ich 30 abgesessen. Mhm. Kannst du noch rekonstruieren, wie viele Menschen du zusammengeschlagen hast und verletzt hast, so in deiner ganzen Karriere? Oh, waren einige. Ja, ist mir klar. Ich wollte jetzt nur eine Zahl wissen. 20, 50? Ja, kommt tendierend höher. Noch höher? Ja. Mhm. So, dafür und hast du dann... Bei uns war das ja auch so, angenommen jetzt zum Beispiel, wir waren in der Diskothek, dann hatten wir eine Schlägerei da drin, dann kam die Polizei da rein oder so, oder rausschmeißen und dann haben wir uns mit denen auch noch rumgekloppt. Mhm. So, ich gehe mal davon aus, dass du nicht so drauf warst, wie der Dieter gerade, der sich da um die Frau kümmert. Nö, die waren mir scheißegal. Die waren dir scheißegal. Du hast mit keinem einzigen Opfer später mal Kontakt gehabt. Du hast doch keinen Opfer... Vor Gericht habe ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Reue gezeigt, damit ich weniger Strafe kriege. Mhm. Aber mir auch nicht. Dennoch bist du jetzt auch einer von den vielen, die heute anrufen und sagen, das war zu wenig. Ja, für das, was ich da Schlimmes angerichtet habe. Ich sag, wo ich meine erste Strafe jetzt, Sozialstunden, da war ich 16. Mhm. Ich meine jetzt, wenn ich mal ein bisschen härter drangenommen worden wäre, zum Beispiel jetzt mit Freiheitsentzug oder Jugendstrafe so. Also du meinst, wäre das vielleicht nicht weiter tendiert. Du meinst, dass eine harte Strafe durchaus abschreckend wirkt. Ja, was ist denn abschreckend dabei, wenn ich im Knast meinen Sport weiter, meine Ausbildung weitermachen kann und komme weißt auch nach ja, ich habe jetzt 30 Monate gekriegt und nach 7 Monaten habe ich erstmal Urlaub bekommen übers Wochenende. Also Mario, ich sage das immer zu so, weil von den Sozialwissenschaften uns seit Jahrzehnten um die Ohren geblasen wird, dass harte Strafen nicht abschreckend wirken. Ja. Ich glaube mittlerweile aber auch, dass das abschreckend wirkt. Ne? Dass man sich das paar Mal überlegt. Was ist denn dabei abschreckend, wenn ich jetzt weiß, ich habe mein Fernseher, ich habe mein Radio, ich komme Freizeitaktivitäten, ich kann jetzt Sport machen, ich kann Theatergruppe gehen, ich kann diese Stadtbibliothek kann ich besuchen, dann mache ich einen Antrag vorne beim Direktor und kriege eine Karte und kann rausgehen, wann ich will. Also nettes Leben im Prinzip. Ja, ist nichts anderes dann als jetzt man, eine Jugendherberge. Mehr dann wird man auch gut versorgt auf dunklen Wegen, wenn man will, mit diversen... Ja, wenn man will, ja, das ist aber ein anderes Thema. Gut, ja, mit diversen anderen Dingen, aber wenn man will, geht das eben auch. Ne? Ja. Ja. Wie lange bist du jetzt schon wieder draußen? Etwas über ein Jahr. Was ist denn jetzt in diesem Jahr passiert? Jetzt, ich bin rausgekommen vorzeitig, 6 Monate her, habe die auf 2 Jahre Bewährung gekriegt und hatte dann wieder Kontakt mit meinem Cousin, dem Kai. Dann sind wir wieder mal Diskotheken gegangen, abgeklappert. Dann hatten wir ein bisschen zu viel getrunken. Ja, haben eine Schlägerei wieder gehabt. Wieder mal? Ja, wieder mal. Dann haben wir noch ein paar Polizistenfahrungen gehabt. Wir waren mit 3 Mann da unten in der Diskothek. Und, ja, weiß ich nicht, das schreckt auf jeden Fall nicht ab. Also die Bewährung ist vorbei, ne, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich habe jetzt im nächsten Monat habe ich Gerichtsverhandlung, deswegen. Ach, das läuft auch schon wieder. Aber das lief auch, aber diese Tat passierte, nachdem die Bewährungsfrist abgelaufen war. Nee, während der... Innerhalb der Bewährungsfrist. Ja. Also es kann dir durchaus drohen, dass du jetzt nochmal reinkommst. Ja, gehe ich mal stark von aus. Ist dir aber egal. Ist aber nicht besonders abschreckend. Ist dir das egal, dass du wieder reinkommst? Nö, egal ist es mir nicht. Mhm. Ich meine, gewisse Einschränkungen hat man schon, aber ich meine, wenn man jetzt Knast oder irgendetwas hört, das ist schon was anderes dann. Mario, du erscheinst mir auch als jemand, mit dem man gut reden kann. Na, geht. Nee, aber so habe ich den Eindruck. Vom Gemütsherzschlag. Ja. Hängt dann ab. Jetzt frage ich dich trotzdem, welcher Teufel reitet dich dann immer? Du bist ja nur auch schon ein erwachsener Mann von 24 Jahren. Immer wieder sowas zu machen. Hängen da Drogen und Alkohol mit drin? Ja, ich meine, vorher war Alkohol das Problem. Jetzt zum Beispiel, wenn wir was getrunken haben, dann ist man schon ein bisschen leichter, reizbar oder so. Früher ist mir klar, aber welcher Teufel hat dich jetzt wieder geritten, es nochmal zu machen? Ja. Jetzt im Moment ist mir sowieso scheißegal, weil im Moment, das hat nochmal ein anderes Thema. Ich bin unglücklich verliebt jetzt. Mhm. Diejenige Person weiß das auch. Mhm. Aber ist jetzt egal, vielleicht guckt die das auch gerade. Mhm. Also meinst du, dass dir deshalb auch schon, dass dir alles scheißegal ist und deshalb kommst du wieder so auf die Schiene? Ja, dann habe ich meinen Kontakt jetzt noch mit den alten Leuten, so mit meinem Cousin und so noch. Scheiße eigentlich, ne? Tja, eigentlich normalerweise scheiße. Ist das schon scheiße. Ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen härter bestraft worden wäre oder so, dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Also du reißt dich heute in all die Stimmen ein, die genau das fordern. Das ist schon erschütternd eigentlich. Mario, also ich wünsche dir trotzdem, dass du nicht weiter noch reinschlitterst und dass du mit deinen 24 Jahren irgendwann doch ein ordentliches Leben auf die Beine kriegst. Dass dir gefällt, dass du richtig Laune kriegst zum Leben. Das wünsche ich dir von Herzen.
Ja, ich wünsche mir das auch. Ja. Aber ich sage jetzt, so was schreckt nicht ab, was die da durchziehen. Ja. Und ich meine, was ich mache oder so, das ist auch nicht in Ordnung. Hm. Ich meine, jetzt wahllos irgendwie jemanden zusammenschlagen, das natürlich hat sowieso keinen Sinn. Natürlich. Da möchte ich auch keinen zu ermutigen oder so. Das sollte eher abschreckend sein. Aber ich sag, mit dem, was die hier abziehen oder so, das ist ich hoffe, dass mehr lächerlich, was die durchziehen. Mhm. Ich hoffe aber auch, dass niemand mehr Opfer von dir, von Mario wird. Ich hoffe ja, sehr. Hoffe ich auch. Alles Gute. Du, Domian? Ja. Kann ich dich noch um Gefallen bitten? Autogramm, oder was? Ja, Autogramm. Wir rufen dich gleich. Meine Cousine, die ist verrückt nach dir. Ja. Die guckt jede Folge von dir. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja. Okay? Okay, tschüss. Danke dir. Ciao. Jetzt haben wir noch, jetzt haben wir ganz wenig Zeit, aber ich versuche mal mit Wolfgang 35 nochmal. Hallo Wolfgang. Hallo? Hallo? Ja, Wolfgang, wir haben... Hallo Domian. Super wenig Zeit. Erzähl mal ganz schnell deine Story noch. Ja, und zwar, also ich bin ein Fußballfanatiker. Mhm. Und damals ging es ja zwischen, also ich komme aus dem badischen Raum, mhm, und ging zwischen Bade und Schwaben. Und die verstehen sich ja eh so nicht. Und naja, die Schwaben haben halt, ich meine, sie müssen uns anpöbeln. Und da hat es halt natürlich immer zumindest Schlägerei gegeben. Du mittendrin? Ich mittendrin, mhm, ja. Also. Und hast einen Schwaben vermöbelt? Ja, richtig. Also mir haben zu dritt einen Schwabe vermöbelt. Ich bin dazu angeschissen worden. Also ich habe früher noch gar nie Schlägerei gehabt. Was heißt denn vermöbelt? Wie schwer habt ihr ihn verletzt? Das hört sich immer so leger an, den Vermöbeln. Wie schwer habt ihr ihn verletzt? Ja, also der hat Rippe gebrochen, Milz gebrochen, mhm, gehabt. Gerissen wahrscheinlich. Milz gerissen, mhm, ja. Und so blaue Augen und dann Nase war kaputt bei ihm. Also er lag im Krankenhaus und hatte üble Schmerzen auszuhalten. Wie war deine Strafe? Also ich war eineinhalb Jahre war ich im Knast. Doch, anderthalb Jahre? Ja, ja. Mhm. Und die, was noch dabei waren, die haben ein bisschen länger gekriegt. Ich glaube, die haben 5, 6 Jahre gekriegt. Ja, dann muss es aber schon sehr schlimm gewesen sein, ne? Ja, ja. Ist denn jemand, aber zu Tode ist niemand gekommen? Nee, nee. Mhm. Du warst anderthalb Jahre? Ich habe anderthalb Jahre, ja, bis das alles gerichtlich geregelt, mhm, war und bis das alles... Findest aber auch, dass du eigentlich zu lasch bestraft worden bist? Ja, also ich, auf der einen Seite, ich bin angestiftet, also mit angestiftet worden, auf der, mhm, anderen Seite... Sag mal gut, ich jetzt nicht mache, brauche. Was wäre denn für dich die richtige, angemessene Strafe gewesen? So ganz objektiv gesehen. Ja, also Minimum 4 Jahre. Auch so. vier Jahre. Ja, und ja. Schließt du dich all den Vorrednern an, die heute in der Sendung waren, die gesagt haben, es ist in unseren Knästen alles viel zu heimelig und viel zu lasch und viel zu harmlos? Ja, finde ich schon, ja. Mhm. Also ich sag mal, desto her das Verbrechen, desto her müsste auch die Strafe ausfallen. Also das ist meine Meinung, ne? Und wie gesagt, ich bin damit angezettelt worden, mhm, hätte ich es nicht gemacht, würde ich auch nicht ins Knast gegangen. Mhm. Wolfgang, jetzt müssen wir Schluss machen, aber deine Geschichte ist noch gut rübergekommen, man hat es verstanden. Mhm. Ich danke dir für deinen Anruf, alles Gute. Jo. Tschüss. Mhm. Gut, danke. Also das haut einen ja doch schon um, ne, wenn man das so hört. Und man kommt doch grundsätzlich ins Nachdenken, was in unserem Staat los ist und wie das System sich doch entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, und man fragt sich, ob das so richtig ist. In der Technik, Hans-Jürgen Wilde. Wir sehen und hören uns morgen wieder mit einer offenen Talk-Radio-Show, 1 Uhr Radio 1 Live, und wieder Fernsehen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schöne Nacht.